fucking 7 Kilometer. Oh mein Gott, ich will den Banküberfall so dringend durchziehen. Wir müssen ein paar Missionen machen, dann denke ich, wird er das alles besorgt haben. Wir müssen die Crew mehr oder weniger zusammenkratzen, das wird schon. Boah, das Fahren macht so viel Spaß. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt gesagt habe, aber es ist wirklich wahr. Wirklich wahr. Wir können wirklich sauber fahren, ohne dass ich irgendeinen Scheiß ramme. Kamera ist so schön hinten positioniert. Wahnsinnig geil. Gegenfahrbahn. Jetzt nicht mehr. Vollspeed die ganze Zeit. Und abbiegen. Das funktioniert so gut. 3,8 Kilometer noch knapp. Wieder zurück in die Zivilisation. Das ist schon krass. Man fährt richtig aus der Stadt raus, kommt ins Gebirge, kommt in so kleine Dörfer. Cool. Ich glaube, diese Episode werde ich Roadtrip nennen. Bis hier so hin ungefähr. Das wäre ziemlich passend. Forschen so richtig schön die Umgebung. Man könnte schon ein bisschen Gefühl um die Kurve gehen, aber nicht allzu viel Gefühl. Dann haben wir zu viel Gefühl und wir fahren hier komplett runter und dann haben wir gar kein Gefühl mehr. Yep. Wenn jetzt die Fahrskills nicht hochgehen, dann weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, schön, dass die hier auf die ganzen Taxis verzichtet haben. Das finde ich richtig geil. Und die Stadt hat uns gleich wieder. Jawohl, hier fängt es langsam an. Alles ziemlich eng. Rasen hier runter. Oh mein Gott, das Gefühl ist gerade unglaublich. Boah, wie schnell. Ja, oh, der hat mich fast erwischt. Boah, das ist epic. Spürt ihr diese Geschwindigkeit? Oh, die Handbremse ist ein bisschen direkt. Damit habe ich nie gerechnet. Geht denn da ab? Warum stehen hier so viele? Ah, ist ein Club? Ich komme hier eh nicht rein. Ah, hier ist noch nichts markiert. Jetzt laufen die alle weg. Tja, hab ich dem Club wohl alles versaut. Aber ab zur Mission. Und nach der Mission? Strip Club? Wird ziemlich nett, oder? So, hier sind wir auch schon. Michael's Home. Alles, was man auf der Straße so fährt, ist so gewöhnlich. Die richtig geilen Karren muss man sich erst kaufen. Puppies, kleines Mädchen. Really? Because I keep hearing Hermaphrodite this, a cock that. Go away.
What? Yeah, go watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you! What the fuck? Disrespectful little asshole! I can't believe you did that! That's my TV! You don't talk to me like that! I can't believe you... Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole! Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want? To be hit by your son? Yeah! No! I just want you to do something. Besides, sit there, eating! Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Yeah. Bike ride, then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine, let's go on a fucking bike ride. Fuck me. Mein Gott, ist der durchgedreht. Spoochie Beach, and I'll show you just what you want to see. What the fuck? Der Typ hat gerade gesagt, er will keinen Ball spielen, aber er hat sich dazu bereit erklärt, Fahrrad zu fahren. Weißt du, mit dem nicht richtig? Macht sein TV kaputt. Okay, was willst du machen? Okay, gehen wir Radfahren. You're lucky to even be allowed out of the house after that boat stunt. What's the big deal? If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. I'm going gray. Ja, einfach so, ne? Station change. Oh, hell yeah. How am I meant to develop my own moral sensibilities when yours are so unbelievably fuck-based? Don't push me. Seriously, some guys borrow your boat. Borrow? You were hiding in the head crying kidnapped. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right, they fucking stole it. And who knows what they would have done if they found me. But I didn't expect or want them to get killed. You think I'm gonna let some guys ride off with my son? Look, I knew you were a bad guy, but... Oh, a bad guy. A crook, a killer, a thief, a liar. I guess I've been all those things one time or another, right? It's just... What? I always thought I was the good guy. God help the morally bankrupt planet your generation have left us. You're the good guy. Yeah. Anyway, I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way, but I hadn't, like... seen that happen before. Yeah, well, that's me, Jim. And I've been trying my best to get things under control for the last 10 years. But that was an extreme. Okay, here we have the Fahrräder. And I had to act. A normal person wouldn't have done that. Yeah, well, I had to protect you. Yeah, keep telling yourself that when you see their faces every time you close your eyes. Right. Ach, jetzt gehen wir so einen richtig schönen Vater-Sohn-Tag ein. Hey, you. Two bites. Take your pick. This one'll do. Nimm das Grüne. If I beat you to the end of the pier, you're buying me a new TV. Okay, dann kaufe ich dir mal keinen. Denn das schaffe ich locker. Okay, wo ist Jimmy denn? Irgendwie habe ich einen riesigen Vorsprung, du Vollidiot. Bikes only. Also wir den Strand lang. Oh mein Gott, das ist so cool. RB für einen Bunnyhop? Yo, fuck yeah. Jimmy ist so fett, der kann gar nichts. Meine Ausdauer habe ich ordentlich verbessert, während ich in den Bergen war. Mit Son Goku trainiert. Wo ist der Typ? Komplett abgehangen. Können wir ein bisschen langsamer machen. Obwohl, der kann Gas geben. Man weiß nie. Aus dem Weg! Bing, bing! Gangster auf dem Rad.
kann mir leider kein Auto im Moment leisten. Ich habe zu viele Hypotheken, sorry. Das hört sich nach einem echten Gangster an, oder? Fuck, ich hätte abbiegen müssen. Fuck, ich hätte hier abbiegen müssen. Kommt davon, wenn man so viel labert. Ich denke, ich komme dann noch hier hoch. Nice. What the fuck? Tja, haben wir wohl gewonnen. Gibt's keinen neuen Fernseher. Der Arme. Looks like you're buying your own TV. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck. Ah! Dad, wait! Oh, und ins Wasser! Körper, nice! Oh, wow! Wir haben ein komplettes Seeleben noch hier unten. Ey, das erste Mal tauchen. Wo sehe ich meine Luft? Oh, ich habe nicht mehr viel Luft. Wow, und wie die Wellen schlagen. Ich bin hin und weg. Sau cool. Okay. Hätten wir Männer. Von wegen Vater, Sohn. Ah. Der wollte nur, dass wir das sehen. Aber warum will er seiner Schwester helfen? Oder will er seine Schwester nur in Schwierigkeiten bringen? Ich denke, das ist ja das. Wie einfach die Klamotten ausgezogen hat und ins Wasser gesprungen ist. Oh ja. Rasender Michael in Boxershorts rettet seine Tochter. Gucken wir mal, was wir noch ausrichten können. Ich habe keine Ahnung. Viel wird es nicht sein. Wie heißt das Boot? Dignity? Wirklich? Passender Name, genau. Hm. Würde haben die alle nicht. Whoa, whoa, whoa! Dad? Plus, take you out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey, hey, cool, man. What are you doing? Hey! Ah, fuck, man! I like him. What's the problem? You're such a jerk. Come on. Dad, you dumbass. These guys are serious. Yeah, well, so am I. Talk to the scene of my fucking boat. Oh, motherfuckers. Get on, now! I'm about to skin you alive! God damn it! Go! Jet ski! Weg hier! OMG, they're coming! Go into that outlet! Oh, toll, das sagen die mir mal früh. If you say so, Trace. Oh fuck, ich geh doch gleich schon drauf. Gas, Michael, weg von den Idioten! Ja, von wegen, das sind ihre Freunde, die sind alle super nett. Who the fuck are these people? Oh, you know, TV people, ja, professionelle Drogendealer, alles klar. Since when did TV people and drug dealers start hanging out? Come on,